kurz beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du durch dein Wort ja, zu uns ganz persönlich sprichst. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden. Wir beten, dass du hilfst, dass ja, dein Wort in unsere Herzen hineinspricht und wir es verstehen, Herr, was du uns zu sagen hast, Herr. Wir danken dir und bitten dich, dass du jetzt dein Wort segnest. Amen. Wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 21 und Vers 27. Da steht, das Schlachtopfer der Gottlosen ist ein Greuel für den Herrn. Wie viel mehr, wenn man es in schändliche Absicht bringt. Das Schlachtopfer der Gottlosen. Das klingt irgendwie, wenn man genauer darüber nachdenkt, irgendwie merkwürdig. Schlachtopfer sind natürlich stehen im Zusammenhang mit dem Gottesdienst damals in Israel, mit dem Tempelgottesdienst. Gott hat durch Mose dem Volk Israel aufgezeigt, wie sie ihm begegnen sollen im Tempel, wie sie zu ihm kommen können. Und das konnte nur geschehen durch Schlachtopfer. Gott hat uns Menschen geschaffen, ursprünglich zu einer ganz tiefen persönlichen Gemeinschaft. Wenn wir die ersten Bücher der ersten Kapitel im ersten Buch Mose lesen, dann sehen wir, dass Gott die Menschen geschaffen hat als seine Kinder. Ein Vater, der aus seiner Liebe heraus, und die Liebe ist das Wesen Gottes, und der dreieinige Gott erschafft aus der Liebe heraus Kinder. Und er schafft einen Garten, er legt einen Garten an, um mit ihnen dort zu leben, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und es war eine unverstellte Gemeinschaft, eine direkte, persönliche, intime Gemeinschaft, die sie hatten miteinander, die sie gelebt haben miteinander. Dann ist aber die Sünde dazwischen gekommen. Der Mensch hat diese innige, persönliche, tiefe Beziehung zwischen sich und Gott kaputt gemacht, zerstört. Und nun leben wir als Menschen in diesem sündhaften Zustand. Wir sehen Gott nicht, wir hören Gott nicht, wir sind fern von Gott. Aber Gott möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und so hat er einen Weg gesucht. Er hat einen Menschen gerufen, der gar nicht nach ihm gesucht und gefragt hat und hat sich ihm offenbart. Und diese Offenbarung hat ihn so bewegt, dass er wurde von Gott ergriffen und hat sich von Gott ergreifen lassen und ist mit Gott gegangen, Abraham. Und Gott wollte durch ihn und durch seine Nachkommen, Isaak, Jakob und seine Nachkommen, wollte sich ihnen offenbaren und wollte durch sie hindurch sich der Welt offenbaren. Und ein Teil dieser Offenbarung ist eben dieser Tempelgottesdienst, wo Schlachtopfer dargebracht wurden. Und das Volk Israel hat in diesen Schlachtopfern eine Offenbarung dessen bekommen, wie Gott mit der Sünde des Menschen umgehen will. Es hat sich dann erfüllt in diesem Mann, der auf den Johannes gezeigt hat. Dieser ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Also für Israel war es etwas, was Gott ihnen aufgetragen hatte, Schlachtopfer darzubringen im Tempel.
um Gott anzubeten, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Hier steht aber das Schlachtopfer der Gottlosen. Und das, da spricht Gott von einem Phänomen, was bis heute so vielfältig vorhanden ist. Das Schlachtopfer der Gottlosen, schon von Anfang an gab es das, die äußerliche Religion. Menschen kommen mit einem sündhaften Herzen, mit einem sündhaften Leben und praktizieren religiöse Taten. Und Gott sagt, das ist ein Greuel. Das kann ich nicht haben. Das ist eklig. Menschen, die in der Sünde leben, die von der Sünde getrieben und von der Sünde geleitet sind, die, deren Herz erfüllt ist von der Sünde, kommen und bringen Schlachtopfer. Sie kommen in den Gottesdienst und singen fromme Lieder. Sie tun Geld in den Kollektenkorb. Aber ihr Herz ist weit weg von Gott. All das, was sie tun, ist nur äußerlich. Und Gott sagt, das ist ein Gräuel für mich. Das kann ich nie haben. Das ist eklig. Wenn jemand so tut, als ob, der Vers zeigt uns, Gott sieht nicht auf das Äußere. Das Äußere ist ihm nicht wichtig. Das Innere ist ihm wichtig. Dein Herz ist ihm wichtig. Was ist in dir, in deiner Seele? Was macht den Wesen deines Lebens aus? Was ist dein Charakter? Wie ist dein Leben? Wie lebst du dein Leben? Das ist Gott wichtig. Und nicht nur das. Der Vers sagt uns, dass es noch mehr gibt als Heuchelei. Nein, es gibt sogar Missbrauch der Religion für die eigenen Zwecke. Schlachtopfer, die in schändlicher Absicht dargebracht werden. Wir Menschen praktizieren Religion aus bösen Absichten. Sie benutzen die Religion zu Bösem. Das ist Gott ein Greuel. Es ist eine furchtbare Sache. Und Gott wird jeden Menschen zur Rechenschaft ziehen, der seinen Namen missbraucht hat. So heißt es in den 10 Geboten. Du sollst den Namen deines Herrn, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn Gott wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und wisst ihr, was das heißt, den Namen Gottes missbrauchen? Müsst ihr Mittwoch kommen, da reden wir drüber. Wir sind gerade in den 10 Geboten am Mittwoch. Und da wird es drum gehen. Aber einfach schon mal vorweg, den Namen Gottes missbrauchen heißt, Gott missbrauchen für meine Zwecke. Religion auszuüben als Mittel für meine eigene Macht, auszubauen und auszuleben. Religion zu missbrauchen, um mich zu rechtfertigen auch. Es ist ja Menschen, benutzen religiöse Taten, um sich selbst ein gutes Gewissen zu verschaffen. Ja, ich war ja sonntags immer in der Kirche. Ich habe ja immer meine Spende gegeben. Dann muss ich ja ganz gut sein vor Gott. Gott hasst das. Gott sieht nämlich in unser Herz. Er sieht unser Leben voll und ganz. Es ist offenbar vor ihm.
Und er mag es nicht. Und wisst ihr, es ist nicht nur hier im Alten Testament, wir lesen es auch im Neuen Testament. Jesus sagt das in Lukas 16, Vers 14. Lukas 16, Vers 14 steht, dies alles hörten aber auch die Pharisäer. Dies alles, das sind all die Gleichnisse, die Jesus geredet hat, wo er gesprochen hat von dieser persönlichen, intimen Liebesgemeinschaft mit Gott, wo er von der Umkehr gepredigt hat zu Gott, von der Herzensumkehr. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Wenn ihr die Religion benutzt, um euch selbst Ansehen zu verschaffen, wenn ihr Religion benutzt, um euch selbst zu rechtfertigen, Gott weiß es, Gott durchschaut eure Schauspielerei, erkennt euer Herz, wie unrein es ist und böse und selbstsüchtig, wie wenig es oder wie hohl und leer da ist. Menschen durchschauen das nicht. Menschen kannst du was vormachen. Menschen kannst du täuschen. Aber Gott kennt die Herzen. Und die Selbsterhöhung ist ein Greuel für Gott, sagt Jesus. Lass uns mal schauen, was Gott eine Freude ist. Johannes 4. Wir wollen uns Zeit nehmen, heute diese Geschichte zu betrachten. Johannes 4. Wie Jesus uns offenbart, was ein Gottesdienst ist, der ihm Freude bereitet. Johannes 4, Vers 5 fangen wir an. Jesus kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Jesus zog von Judäa nach Galiläa. Und er zog durch Samaria. Die Samariter, sie waren eine religiöse Gruppe im Judentum, die ja so ihre eigenen Anschauungen hatten. Sie lehnten die gesamten prophetischen Schriften ab. Sie haben nur die 5 Bücher Mose anerkannt. Und diese hatten sie auch überliefert in einer Fassung, die etwas verändert war. Insbesondere ging es um eine Sache, nämlich der Ort der Anbetung Gottes. Das war für die Samariter der Berg Gerizim. Für die Juden war es natürlich Jerusalem. Und die Samariter, die waren sehr stolz in ihrer religiösen Überzeugung. Sie sahen sich als die wahren Gläubigen an. Und deswegen waren sie auch oft nicht bereit, Menschen, Juden, die durch Samaria hindurchzogen, zu beherbergen. Vielfach waren Juden, die in Galiläa lebten, im Norden des Landes, auf dem Weg nach Jerusalem zu den großen Festtagen, zum Passa, zum Laubhüttenfest, zogen sie nach Jerusalem und der kürzeste Weg ging durch dieses Land Samaria. Und es gibt eine Stelle, wo uns gesagt wird, dass auch Jesus einmal das erlebt hat, dass er mit seinen Jüngern durch Orte in Samaria zog. Und die Samaritaner
ihn nicht aufgenommen haben. Die Ablehnung war aber beidseitig. Die Juden sahen auch herab auf die Samaritaner als nicht wirklich richtige Juden, nicht wirklich richtige Gläubige. Und teilweise haben es gläubige Juden auch vermieden, durch das Land der Samariter hindurchzugehen, nicht nur, weil sie Ablehnung befürchteten, sondern weil sie selber sich nicht verunreinigen wollten mit diesen Samaritanern. Und deswegen wählten sie dann einen Umweg. Jesus aber, er ging durch das Land der Samariter. Die Samaritaner tauchen öfter auf in den Evangelien. Jesus hat öfter von ihnen gesprochen. Ja, er hat sie sogar einmal in einem Gleichnis, hatte einen Samaritaner uns als Vorbild hingestellt. Wir kennen ihn als den barmherzigen Samariter. Er zieht also durch dieses Land. Und er kommt in diese Stadt und diese Stadt Sychar, dort gibt es dieses Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab, und es gibt eine Quelle Jakobs. Also diese Samaritaner, sie sahen sich als Nachkommen Jakobs, als Nachkommen Israels, als Nachkommen Josefs, und sie waren stolz darauf. Und dort war diese Quelle. Und sie war eine Quelle, die Jakob dort gegraben hatte. Ihr Vorvater. Sie waren darauf stolz. Sie sahen sich als Teil des Volkes Gottes. Aber von den anderen wurden sie abgelehnt. Jesus aber, er zieht dorthin. Er möchte, er begegnet dort einer Frau. Er spricht zu ihnen. Er möchte auch sie segnen. Sie gehören für ihn auch dazu. An anderer Stelle in Epheser sagt er uns, dass, sagt Paulus uns, dass in Christus der Zaun zwischen Juden und Nichtjuden niedergerissen ist. Und hier sehen wir das in Aktion. Jesus überschreitet diese Grenzen. Er geht in das Land der Samariter, er setzt sich dorthin, er fängt ein Gespräch an mit einer Frau, einer samaritanischen Frau. Wir lesen jetzt erstmal hier weiter. Jesus nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde, das ist um die Mittagszeit herum, wo es natürlich auch vielleicht auch ein bisschen wärmer war, vielleicht sogar richtig heiß. In Israel kann es ja auch ganz schön heiß werden um die Mittagszeit. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Er war müde von der Reise. Er war mit seinen Jüngern dorthin gekommen. Er hatte Hunger. Er hatte Durst. Er war müde. Er war ganz Mensch. Er war etwas geschwächt. Und diese Frau kommt dorthin, um Wasser zu schöpfen, und er bittet sie, gib du mir doch zu trinken. Er ist allein mit dieser Frau. Schon eine etwas, wie soll man sagen, unangenehme Situation damals für einen Juden, der am liebsten überhaupt nicht mit einer Frau alleine irgendwie sein wollte, sollte. Jesus hat diese Situation nicht umgangen, er ist nicht weggegangen. Jesus, der reine, heilige Sohn Gottes, setzt sich hier hin und beginnt dieses Gespräch mit dieser einzelnen Frau, die dort an den Brunnen kommt in der Mittagszeit. Ja, dass sie in die Mittagszeit kommt, hat auch was mit dem zu tun, wo sie herkommt, was ihr Hintergrund ist, da kommen wir aber später zu. Sie spricht zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Also, sie weist ihn auf diesen Umstand hin. Es ist ihr ja auch unangenehm, die Situation. Sie sagt,
wie kann das sein, dass du, ein Mann, mich bittest, eine Frau, dir zu trinken zu geben hier? Und dazu noch bist du ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Das passt nicht, das geht nicht. Und hier wird es nochmal von Johannes erklärt, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Komische Antwort. Hätte, wenn, hätte, könnte. Komische Antwort. Was meint Jesus hier? Was sagt er? Er sagt, wenn du die Gabe Gottes kenntest. Also er macht sie aufmerksam darauf, dass sie etwas nicht weiß. Was weiß sie nicht? Dass Gott eine Gabe für sie hat. Dass Gott ein Geschenk für sie hat. Gott möchte sie beschenken. Sie weiß es nicht. Wenn sie es gewusst hätte, hätte sie danach gefragt. Jesus macht ihr deutlich, ich habe Durst nach dem Wasser hier und frage dich nach dem Wasser. Aber weißt du was, Frau, in Wirklichkeit hast du Durst. Du weißt es nur nicht. Und zwar hast du nicht einfach nur Durst nach Wasser, sondern du hast Durst nach dem lebendigen Gott. Und Gott möchte dir deinen Durst stillen. Er hat Wasser für dich. Und dann noch das Zweite. Du weißt nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Ich bin nicht einfach nur ein jüdischer Mann auf der Durchreise, sondern ich bin der dir dieses Wasser geben kann. Ich bin der, von dem dieses Wasser kommt, durch den dieses Wasser in die Welt kommt. Wenn du gewusst hättest von der Gabe Gottes, wenn du gewusst hättest, mit wem du es hier zu tun hättest, dann hättest du mich gefragt, gib mir zu trinken. Die Frau antwortet ihm und spricht zum Herr, du hast doch kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Na? Also, Jesus, seinen Namen kennt sie ja nicht, deswegen sagt sie wahrscheinlich, Herr, wir wissen nicht, ob sie das jetzt sagt, weil sie ihn so sehr respektiert oder ob sie das gewohnt ist, dass man Männer so anspricht. Aber sie schaut ein bisschen auch auf ihn herab. Ich spüre hier so einen leichten ironischen Unterton. Ich spüre, wie sie sich ein bisschen lustig macht über ihn, der da so komisch antwortet. Na? Du hast doch kein Schöpfgefäß. Der Brunnen ist tief. Wie willst du denn mir Wasser geben? Und woher hast du denn das lebendige Wasser? Das lebendige Wasser ist das Quellwasser, was aus der Erde hervorquillt. Hier ist ein Brunnenschacht, hier ist sozusagen das Grundwasser, was man hier hochholen muss. Aber das lebendige Wasser ist das Quellwasser, was von sich aus der Erde hervortritt, hervorquillt. Woher nimmst du das frische Quellwasser? Hier gibt es keine Quelle. Hier gibt es diesen Brunnen, den Jakob gegraben hat. Und dann spricht sie es aus, ihre Zweifel. Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Also unser Vater Jakob, das ist der Große, der Gründer Israels, unser Vorvater, der die Verheißung Gottes empfangen hat, durch den wir gesegnet worden sind, bis heute hin. Er hat diesen Brunnen gegraben. Wir leben bis heute von diesem Wasser. Bist du etwa größer? Kannst du Größeres vollbringen?
Es ist eine rhetorische Frage. Sie glaubt nicht daran, dass er größer ist. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Ja, dieses ganz normale Brunnenwasser, du trinkst es und nach einer Zeit wirst du wieder durstig und musst wieder das Wasser schöpfen und trinken. Das ist unser Körper, ganz normal. Er braucht immer diese Wasserzufuhr und er wird immer wieder trocken und muss immer wieder gewässert werden. Aber ich glaube, Jesus meint noch was anderes, auch die geistliche Dimension. Ja, das, was Jakob gegeben hat, das reicht nicht aus. Das, was Gott gegeben hat in Mose, in den Schlachtopfern, das reicht nicht aus. Du bringst jedes Jahr dieses Schlachtopfer da. Jederzeit, wenn die Feste sind. Bis heute, es gibt immer noch Samariter. Wisst ihr das eigentlich? Es ist eine ganz kleine Glaubensgemeinschaft, die haben sich erhalten dadurch oder haben sich abgesondert dadurch, dass die immer nur untereinander geheiratet haben. Und dadurch ist es auch gekommen, dass sie fast vorm Aussterben bedroht waren. Da gab es nur noch irgendwie Anfang letzten Jahrhunderts gab es da nur noch so 100 People davon irgendwie und hauptsächlich Männer. Und dann haben sie eine Reform gemacht. Ja, es durften auch nicht samaritanische Frauen, also jüdische Frauen, mit zu der Gemeinschaft hinzugenommen werden. Sie durften die samaritanischen Männer heiraten, wenn sie zum samaritanischen Glauben übertreten. Und dadurch ist es dann gekommen, dass sich diese kleine Gruppe konsolidiert hat und bis heute gibt es so etwa 800, die um diesen Berg Gerizim herum leben und tatsächlich auch immer noch dort Schlachtopfer darbringen, das Passafest feiern und tatsächlich schlachten. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, dieses, du wirst immer wieder durstig. Der Hebräerbrief sagt uns, dass dieser Tempeldienst, den Gott eingerichtet hat, dass es hohe Priester sind, die selber schuldbeladen sind. Sie müssen für sich selbst Opfer bringen. Und sie bringen diese Opfer immer und immer wieder. Weil, sagt der Hebräerbrief, das Blut von Stieren, von Schafen kann uns nicht wirklich reinigen, endgültig reinigen von unserer Schuld. Das, was Gott den Gläubigen des Alten Testamentes, des Alten Bundes gegeben hat, war immer ein etwas Prophetisches auf Christus hin. Das Gesetz und all die Verheißungen, die Gott gegeben hat, all die Prophezeiungen, sie weisen auf Christus hin. Auf den, der das Wasser gibt, wovon du nicht mehr dürstest. All diese Dinge sind auf Christus hin geschrieben. Und die Propheten, sagt Petrus uns, sie haben sich gesehnt nach dem Tag, wo der Christus kommt, wo das Ganze offenbar wird. Also er sagt, von diesem Wasser, von dem Jakobsbrunnen, wenn du trinkst davon, wirst du immer wieder durstig werden. Aber das Wasser, was ich ihm geben werde, den wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das ist der Hammer. Das Wasser, was ich dir gebe, ist nicht nur, dass dein Durst gestillt wird, sondern dass die Quelle in dich hinein verlegt wird. Und die Quelle des lebendigen Wassers, eine Quelle lebendigen Wassers, da gibt es einen alttestamentarischen Spruch von Jeremia. Er sagt zum Volk Israel,
Mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Sie haben mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen und haben sich eigene Zisternen, eigene Brunnen gegraben, die das Wasser nicht halten. Und damit sagt er, Gott selbst ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und Jesus sagt, ich sage dir, das Wasser, das ich dir gebe, das wird in dir selbst eine Quelle des lebendigen Wassers. Weißt du, Gott kommt in dich. Dein Durst wird gestillt, dein Durst nach Gott wird gestillt. Du hast einen tiefen, tiefen Durst in deiner Seele. Du weißt gar nicht so richtig genau, wonach du durstig bist. Aber ich sage dir, es ist Gott, nach dem du durstig bist. Der Lebensdurst wird gestillt durch Gott. Und das Wunderbare, das Höhere ist, dass ich dir dieses Wasser gebe, das in dir zu einer Quelle wird. Gott selbst lebt dann in dir. Und sein Wasser quillt in dir, sprudelt hervor, sprudelt heraus. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Also diese Rede hat sie irgendwie schon berührt. Sie hat etwas in ihr ausgelöst. Ich will das haben. Sie hat ihre Distanz verloren, ihre Zurückhaltung, ihre Fragen, ihr Anzweifeln ist gewichen. Die Sehnsucht bricht durch. Ja, ich will dieses Wasser haben. Aber sie steckt immer noch im Materiellen fest. Sie denkt immer noch, irgendwie geht es hier um Wasser. Und irgendwie geht es darum, ja, ich brauche nicht mehr hier rauszukommen. Ich muss hier nicht mehr diese elende Arbeit des Wasserschöpfens machen. Er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Lass uns mal diese etwas komische Situation auflösen, wo du und ich hier alleine miteinander reden. Das ist ja irgendwie nicht so ganz richtig. Hol mal jetzt mal deinen Mann. Lass uns die Situation mal auflösen, dass das Ganze hier so ein bisschen in die richtige Richtung kommt. So könnte man denken. Er sieht natürlich viel tiefer. Er weiß schon, was mit ihrem Leben ist. Er sagt diese Dinge nicht, um die Situation aufzulösen, sondern um etwas aufzudecken, um etwas ins Licht zu bringen. Denn wenn jemand zurückkommen will zu der Quelle des lebendigen Wassers, was muss er tun? Er muss seine Zisternen verlassen. Du kannst nicht zur Quelle des lebendigen Wassers kommen und trinken und gleichzeitig deine Zisternen pflegen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du musst deine Zisterne verlassen, Frau. Und was sind ihre Zisternen? Sie sagt, sie antwortet, ich habe keinen Mann. Ach, du bist eine Singlefrau? Du hast nichts mit Männern zu tun? So ist es nicht. Jesus sagt, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt. 5-mal warst du verheiratet. 5-mal geschieden. Und der, den du jetzt hast, der ist gar nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Er deckt alles auf. Sie hat es schön fromm zudecken wollen, sie hat es schön unter der Decke halten wollen. Ja, wir wollen nicht, dass die Menschen wissen, welche Leichen wir alles im Keller haben. Wir wollen uns nicht der peinlichen Tatsache stellen, dass wir Sünder sind und dass wir schwach sind und dass wir, ja, dass unser Leben nicht rein ist. Aber Jesus deckt das hier auf. Nicht um sie auszulachen oder um
mit dem Finger auf sie zu zeigen. Aber es ist notwendig in diesem Prozess. Er will sie an die Quelle des lebendigen Wassers heranführen. Er möchte, dass sie gerettet wird. Er möchte, dass sie, ihr Durst gestillt wird. Er möchte, dass sie ihre Zisternen verlässt. Und dafür muss sie wissen, worum es geht. Frau, du hast ihr Zisternen gegraben. Du hast deine tiefe Sehnsucht nach Leben, deine tiefe Sehnsucht nach der Ewigkeit, die ich dir doch ins Herz gelegt habe. So sagt Salomo das im Predigerbuch. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Deine Sehnsucht nach der Ewigkeit, du hast sie versucht zu stillen mit deinen Männerbeziehungen. Du hast deine Hoffnung gesetzt in die Männer. Und sie haben dich enttäuscht. Sie haben dich wieder und wieder und wieder enttäuscht, sodass du jetzt noch nicht mal suchst, den Weg Gottes zu gehen, eine Ehe zu führen, wie sie Gott wohlgefällig ist, sondern jetzt lebst du einfach so mit dem Mann zusammen. Und das flasht sie total. Das ist natürlich krass, ne? Wenn du plötzlich einem Menschen begegnest, der dir sagt, was du getan hast, ohne dass er dich kennt. Du begegnest dem das erste Mal und der erzählt dir dein Leben. Dann denkst du so, was ist das für einer? Aber sie ist nicht dumm. Sie ist durchaus religiös gebildet. Ihr ist klar, mit was für einem Mann sie es zu tun hat. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Das hat sie so geflasht, sie hat das hinterher auch in ihrem Zeugnis immer gesagt. Ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Das ist ein Prophet. Das ist ein Werkzeug Gottes. Gott gibt ihm Weisheit, er durchschaut mich, er kennt mich durch und durch. Er kennt meine Not, er kennt mein Suchen, er kennt meine Sehnsucht, meine ungestillte Sehnsucht. Er weiß alles über mich. Und ja, jetzt bricht sich das eigentlich Bahn. Sie fängt jetzt an, sich zu öffnen in dieser ganzen Frage, in der Sehnsucht und Suche nach Gott, beschäftigt sie nämlich ständig eine Frage. Und die kommt jetzt raus, wo sie merkt, das ist ein Prophet, das ist ein Mann Gottes, der hat Weisheit von Gott, der kann mir diese Frage beantworten. Sie sagt, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr Juden sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Wo ist der jetzt richtig? Wo kann ich Gott finden? Wo kann ich ihm begegnen? Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir. Ist das nicht schön, wie er sie anspricht? Frau, glaube mir, vertraue mir. Es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Interessant, dass er sagt, ihr. Er spricht von den Samaritern. Denn die Samaritaner, die haben sich in großem Maße bekehrt zu dem wahren, lebendigen Gott und seinem Messias Jesus. Als Philippus dorthin gezogen ist, in Apostelgeschichte 8 steht das. Und sehr viele haben sich bekehrt. Frau, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Hier macht er nochmal eindeutig klar, hier eure Lehre, eure samaritanische Lehre, das ist ein Irrweg. Gott hat sich offenbart in den Propheten, wenn wir Jesaja 53 nicht hätten. Die Juden haben eine klare Offenbarung über das Opfer Jesu Christi am Kreuz für unsere Sünden, hat er durch Jesaja gegeben. Und Jesus sagt,
so wie Gott sich offenbart hat im Volk der Juden, das ist richtig so, das ist die Wahrheit. Und daher kommt das Heil. Geschwister, es gibt keinen Raum unter uns Christen für Antisemitismus. Wir sind gesegnet durch die Juden. Wir sind gesegnet durch das Volk Israel. Ohne das Volk Israel wären wir Deutschen Barbaren. Und wir sind es geworden, in dem Moment, als wir uns abgewandt haben, sind wir zu den schlimmsten Barbaren geworden. Vor 80 Jahren. Das Heil kommt aus den Juden. Das müssen wir anerkennen. Jesus hat das gesagt. Er identifiziert sich mit den Juden und sagt, wir Juden. Und alle Apostel, sie blieben aber in der Lehre der Apostel. Wir als Kinder Gottes, wir bleiben in der Lehre der Apostel. Die Apostel waren aber Juden. Gott hat die Juden gebraucht, um sich zu offenbaren. Aber Jesus bleibt da nicht, sondern er sagt, es wird der Tag kommen, wo weder auf dem Berg Gerizim noch in Jerusalem. Er sagt, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Also Juden, Samaritaner, auch alle anderen Menschen werden den Vater anbeten, so wie es ihm wohlgefällig ist, nämlich im Geist und in der Wahrheit. Und es fängt jetzt schon an, sagt Jesus. Denn die Quelle des lebendigen Wassers, sie ist schon da, sie sprudelt schon in Jesus. In Jesus ist Gott gegenwärtig, dort an der Quelle, dort an dem Brunnen. Es kommt aber die Stunde, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter, im Geist und in der Wahrheit. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Gott ist Geist, was heißt das? Gott ist nicht an einen Ort gebunden. Wisst ihr, und für uns ist das so selbstverständlich, für uns Christen, aber für so viele Menschen und auch viele, die sich Christen nennen, ist das nicht selbstverständlich. Sie glauben, sie denken, dass sie zu einem bestimmten Ort gehen müssen, um Gott zu begegnen, um ihn dort anzubeten. Aber Jesus sagt uns, Gott ist Geist, Gott durchdringt alles. Er ist nicht Materie und er ist nicht an Materie gebunden. Gott ist Geist. Wisst ihr, diese Vorstellung, dass Gott an einem bestimmten Ort wohnt, führt uns Menschen zu der falschen Annahme, ich gehe zu Gott hin, ich bete ihn dann an dem heiligen Ort an, wo er gegenwärtig ist. Ich gehe aus diesem Ort wieder weg und lasse Gott damit hinter mir und lebe mein Leben. Und dann komme ich irgendwann an dem heiligen Tag wieder zurück zu Gott und feiere wieder einen Gottesdienst. Und das führt zu diesem, ich lebe mein frommes Leben am Sonntag in der Kirche. Und von Montag bis Samstag lebe ich mein eigenes Leben. Gott durchdringt alles. Das ist ihm ein Greuel, wenn Menschen so denken. Gott ist Geist. Er ist gegenwärtig, überall, an jedem Ort. Und das ist doch so ein wunderbares Vorrecht, dass wir in und durch Jesus Christus Zugang haben zu Gott. Es ist irgendwie etwas, wo wir, ja, was für uns irgendwie selbstverständlich ist, aber lass uns doch mal echt das zu Herzen nehmen. Das ist ein Riesenvorrecht.
Es ist was Wunderbares. So viele Menschen haben das nicht. Sie wissen darum nicht. Du kannst jederzeit zu Gott kommen. Du kannst jederzeit in seine Gegenwart treten. Du kannst ihm jederzeit anbeten, jederzeit mit ihm sprechen, jederzeit mit ihm kommunizieren. Das ist sowas Herrliches. Wisst ihr, das ist eben nicht nur Sonntagmorgens hier in der Gemeinde, sondern das ist auch Sonntagnachmittag. Sonntagabend kannst du ihm die Ehre geben, kannst du ihn anbeten. Zu Hause, an dem Ort, wo du dich gerade befindest. Montagmorgen. Montagmittag. Montagnachmittag. Montagabend. Montagnacht. Dienstagmorgen. Und so weiter. Und so weiter. Jeden Tag. Jederzeit. Betet alle Zeit, sagt Paulus zu uns. Das gibt nicht mehr diese Zeiten, wo du Gott begegnen kannst. Und wenn du die Zeit verpasst hast, dann hast du keine Zeit mit Gott gehabt. Na? Was weiß ich, Gott ist nur für eine Stunde pro Tag auf Zoom erreichbar. Ne? Musst du dich dann zu der Zeit einwählen, dann kannst du mit ihm eine Audienz haben und dann ist vorbei. Nein, jederzeit. An jedem Ort. Paulus sagt in 1. Timotheus 2 zu den Männern, ihr Männer sollt beten an jedem Ort. Und zwar, indem ihr heilige Hände aufhebt, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Das, was die einzige Voraussetzung ist, um dieses Vorrecht in Anspruch zu nehmen, ist, dass ich in meinem Herzen gereinigt komme. Und wie reinige ich mich? Na, die verschiedensten Religionen, wenn sie zum Gottesdienst gehen, sie waschen sich. Na, sie machen ihre Waschungen. Wisst ihr, aber wir müssen auch uns waschen. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann waschen wir uns aber nicht äußerlich, sondern unser Herz. Wir kommen durch Jesus Christus zu unserem Vater. Wir kommen durch sein Opfer, durch sein Schlachtopfer. Es gibt nämlich ein Schlachtopfer, was Gott wohlgefällig ist. Das Schlachtopfer des Gerechten ist ihm ein Wohlgeruch. Und wisst ihr, es gibt nur einen Gerechten, einen, der gerecht ist, voll und ganz. Und dieser eine Gerechte, er hat ein Schlachtopfer gebracht, ein für alle Mal. Worin besteht dieses Schlachtopfer? Es ist das Schlachtopfer seines eigenen Leibes. Er hat sich selbst am Kreuz von Golgatha als Schlachtopfer dargebracht für Gott zum wohlgefälligen Geruch. So steht es in Epheser 5, Vers 2, wer sich das aufschreiben will. Durch dieses Opfer, wenn ich mir dieses Opfer zu eigen mache, Gott stellt mir dieses Opfer zur Verfügung. Er sagt, dieses Opfer habe ich für dich gebracht. Ich brauche keine Opfer mehr darzubringen. Ich brauche mich nicht mehr zu waschen. Nein, im Geist, in meinem Herzen nehme ich dieses Opfer an und danke Gott dafür. Bete ihn an dafür. Ich erinnere mich immer wieder, wenn wir das Abendmahl nehmen, wir erinnern uns immer wieder daran. Und wenn wir vor Gott kommen, dann beten wir in Jesu Namen, im Namen unseres Herrn, der sich für uns hingegeben hat, für unsere Sünde am Kreuz. Durch ihn, durch sein Blut bin ich gereinigt. Und das heißt im Geist und in der Wahrheit anbeten, heißt, dass ich in Wahrhaftigkeit komme, in Aufrichtigkeit. Ja, und wenn Sünde in meinem Leben ist, dann komme ich in meinem Gebet zu ihm und bitte ihn um Vergebung. Und er hat mir zugesagt, wenn du deine Sünde bekennst, dann wirst du gereinigt durch das Blut Jesu. Jedes Mal, jedes Mal. Sonntagnachmittag, Sonntagabend, Sonntagnacht, Montagmorgen, Montagmittag, Montagnachmittag, jederzeit. Jederzeit ist es zugänglich. Es ist so einfach, es ist so herrlich, so wunderbar. Wir dürfen wie im Garten Eden mit Gott tagtäglich Gemeinschaft haben. Und er liebt das. Er hat Wohlgefallen daran, mit uns in der Kühle des Abends spazieren zu gehen. Er freut sich daran, mit seinen Kindern Gemeinschaft zu haben.
Gott sucht solche Anbeter. Warum sucht er sie? Weil sie so selten zu finden sind. So viele Menschen, die sich mit Religion zufrieden geben, die sich auf den Weg der Heuchelei begeben und sagen, ja, ein bisschen Gott ist gut, aber bitte nicht zu viel. Die wahren Anbeter aber sind diejenigen, die Jesus Christus angenommen haben als ihrem Herrn und ihm folgen. Und wisst ihr, dasselbe Schlachtopfer feiern wie auch Christus. Jesus hat sein Schlachtopfer dargebracht, aber er fordert uns auf, auch Schlachtopfer zu bringen. Römer 12. Wir sind nicht die Gerechten, er ist der eine Gerechte, aber er hat uns gerecht gemacht durch sein Schlachtopfer. Und so ruft er uns jetzt dazu auf, auch ein Opfer zu bringen. Welches Opfer ist das? Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen oder darzubringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Mein Leben soll ein Opfer für Gott sein. Mein Leben soll Gott anbeten. Gott hatte kein Wohlgefallen an dem Schlachtopfer des Gottlosen, aber das Schlachtopfer des Gerechten, das ist wohlgefällig für ihn. Und für uns heißt das, mein Leben mit Gott leben, Tag für Tag, von morgens bis mittags, bis abends, bis morgens, bis mittags, bis abends. Und ihm die Ehre geben, ihn anbeten, zu jeder Zeit, zu jeder Möglichkeit, ihm Dank bringen. Für ihn leben, mit ihm leben. Das ist das, was Jesus uns eröffnet hat. Wisst ihr, und das ist ein wunderbares Vorrecht, aber nicht nur das, sondern es ist die Wahrheit. Das ist das Leben, wozu er uns geschaffen hat, wozu er uns bestimmt hat. In Freundschaft, in Liebe mit Gott zu gehen, alle unsere Tage, von morgens bis mittags, bis abends, bis morgens, jeden Tag. So geht er mit uns, so möchte er, dass wir mit ihm gehen. In Hebräer 13, Vers 15 und 16 lesen wir noch ein paar weitere praktische Hinweise darauf, wie es mit unserem Opfer aussieht, was es für uns heißt, Opfer darzubringen. Da steht, durch ihn, durch Jesus, durch den, der Schmach gelitten hat, der unsere Sünde getragen hat, der außerhalb des Tores hinausgegangen ist, um dort sein Leben für uns zu geben. Durch ihn, durch Jesus, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Stets heißt ständig, immer wieder, jeden Tag. Jeden Morgen, jeden Abend. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn du dich zu ihm bekennst, wenn du die Wahrheit bekennst, dass du selbst ein Sünder bist, dass er aber der Gerechte ist, der für deine Sünde gestorben ist. Wenn du dich zu ihm bekennst, dann kommt Lob aus dir heraus. Wenn du dein Herz an ihn hängst, dann kommt Lob aus dir hervor. Es sprudelt, wie diese Quelle, die in dir ist. So sagt Paulus es auch in Epheser 5. Lasst euch erfüllen, immer, immer wieder von dem Geist. Dann werdet ihr singen, ihm Lob singen in euren Herzen. Ihr werdet dem Herrn danken durch Jesus Christus. Ihr werdet Gott danken durch den Herrn Jesus Christus. Das sprudelt hervor, das Lob. Dann kommt aber noch was in Vers 16. Das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Wortwörtlich steht hier, des Gutes tun und der Gemeinschaft vergesst nicht. Da steht Gutes tun.
Das gehört zur Anbetung Gottes dazu, Gutes zu tun. Und Gemeinschaft, da steht das Wort Koinonia. Gemeinschaft. Dadurch beten wir Gott an. Dadurch machen wir Gott Freude, wenn uns unsere Geschwister nicht egal sind, sondern wenn wir uns um unsere Geschwister kümmern. Macht doch bitte mal Folgendes. Guckt mal hier in den Raum. Guckt euch mal um. Schaut euch bitte mal um. Wer sitzt denn alles hier? Wer ist alles da? Schaut euch an, seht euch. Achtet aufeinander. Vielleicht gibt es Leute, die du lange nicht mehr gesprochen hast, wo du gar nicht weißt, wie geht's dem eigentlich? Was ist los bei ihm? Was ist los bei ihr? Nimm dir die Möglichkeit, heute, wir müssen hier gleich alle verschwinden. Wir können jetzt uns nicht ins Café begeben und jetzt einen langen Plausch halten und hören, wie geht's dir? Was machst du so? Na, hast du eine Not? Hast du was Schönes erlebt? Na, Gott möchte, dass seine Kinder zusammenkommen und ihr Leben teilen. Dass sie miteinander lachen, dass sie miteinander weinen. Da hat der Papa große Freude dran, wenn er mit seinen Kindern zusammen ist und seine Kinder zusammen ihr Leben miteinander teilen. Füreinander da sind. Einander helfen auch. Lass uns das nicht vergessen in dieser Zeit, wo wir uns alle so separieren. Wo wir uns alle so zurückziehen müssen, wo wir alle jetzt gleich weggehen. Wenn du hier einen gesehen hast, wo du denkst, Mensch, mit dem habe ich lange nicht mehr gesprochen, ruf ihn doch nachher nochmal an. Oder beim Rausgehen kannst du ja kurz dich verabreden, auf dem Spaziergang. Vielleicht gibt es auch jemanden, der hier sitzt, den du gar nicht kennst. Dann geh mal kurz auf ihn zu. Wir müssen Abstand halten, aber wir können trotzdem mal kurz Kontakt knüpfen und sagen, hey, ich kenne dich noch gar nicht. Wollen wir uns mal irgendwie kennenlernen? Seid mutig da. Gott hat Wohlgefallen daran, das ist Anbetung. Gott möchte, dass unser Leben Anbetung ist. Gott möchte dich zu einem Anbeter machen. Dazu sind wir geschaffen. Das möchte Gott aus unserem Leben machen. Johannes 4 zum Abschluss hier. Gottes Geist und ihn, die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Gott möchte dich zu einem wahren Anbeter machen. Er wünscht sich das. Er sucht solche Anbeter. Lass uns solche Anbeter werden. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Wisst ihr, sie hat die Antwort bekommen. Die Gabe Gottes, was ist die Gabe Gottes? Das ist sein Geist in mir. Gott selbst in mir, die sprudelnde Quelle in mir. Und wer ist es, der es mir gibt? Christus, der Messias. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und er ist heute hier, um dich neu zu erfrischen, deine Quelle neu sprudeln zu lassen. Und wenn du sie noch gar nicht in dir hast, wenn du den Geist Gottes noch gar nicht empfangen hast, wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann bete darum, Gott gibt sie dir so gerne, er will so gerne deinen Durst stillen, dass du nicht mehr suchst nach irgendeinem Wasser, was deinen Durst stillen kann, sondern dass du dein Durst gestillt wird, dein Lebensdurst durch Jesus Christus, durch Gott, durch seinen Geist in dir und dass diese Quelle fließt und sprudelt und dich in die Anbetung des wahren, lebendigen Gottes hineinführt, in die Gemeinschaft mit deinem Vater, in die Lebensgemeinschaft, Tag für Tag. Jesus, das bitten wir, dass du uns neu erfüllst, dass du unsere Quelle neu sprudeln lässt, dass aus unserem Herzen Anbetung kommt, dass unser Herz erfüllt ist mit Anbetung, dass unsere Herzen dir zujubeln, Tag für Tag, morgens bis abends und abends bis morgens. Herr, dass wir uns an dir freuen, Tag für Tag, dass wir dir dankbar sind in allen Dingen, dass wir alle Zeit beten. Herr, wir wollen so erfüllt sein von dir. Und danke, dass du es uns geschenkt hast. Das ist deine Gabe an uns. Diese direkte Beziehung zu dir, dieses
ja, wieder ganz nah bei dir sein, so wie du ganz nah bei uns bist. Herr, wir loben und preisen dich für das Gnadengeschenk, was du uns gemacht hast.